Halo, guten Tag, dobrodošli u novu video lekciju. Za danas jedna vežba prevođenja. Dakle, obradit ćemo jedan kratak dijalog, kratku priču o tome da li je bolje živjeti u predgrađu ili u gradu, koje su prednosti, koje su mane, gde živite, kako živite i šta vam se više dopada. Dakle, razgovaraju Mark i Tom, a mi ćemo njihov dijalog zajedno da prevodimo i da sve to naravno naučimo. Da obratimo pažnju na vokabular, na padeže i na sve ono što nam treba da bismo se izražavali precizno na nemačkom. Krećemo odmah. Dakle, krećemo sa našom vežbom. Oni idu u radnu sobu. Tom seda na kauč. Mark seda na stolicu. Na malom stolu stoji flaša vina. Pored vinske flaše su dve čaše. Dakle, to nam je prvi zadatak. Kako ćemo reći, oni idu u radnu sobu. Dakle, radna soba. Cima, soba, arbeiten, raditi. Kad to spojimo, dobijemo arbeitzima. U svakom slučaju srednjeg roda imenica, das cima, das arbeitzima. Sie gehen in, idu u, akuzativ. Znači, das Arbeitszimmer. I naravno možemo reći ins. Sie gehen ins Arbeitszimmer. Dakle, u akuzativu ostaje kao nominativu das. Sie gehen ins Arbeitszimmer. Ovako ćete svakako reći ako ide u kupatilo, sie gehen ins Bad. Ako idu u spavaću sobu, sie gehen ins Schlafzimmer. U dnevnu sobu sie gehen ins Wohnzimmer. Znači sve te cima su srednjeg roda. Das Schlafzimmer, das Wohnzimmer, das Arbeitszimmer. I samim tim uvijek ćemo reći ins. Sie gehen ins Arbeitszimmer. E sada, Tom seda na kauč. Ćemo reći imenicu sofa. Das Sofa, srednjeg roda. I seda. Znači, pazite, nije da on sedi, nego on seda. Dakle, u pitanju nije glagol sitzen, sedeti, nego sich setzen, sesti. Napisat ću vam da ovdje vidite sitzen i sich setzen. Znači, to su dve različite stvari. Ovo je sitzen, recimo on sedi na kauču, a ovo je seda na kauču. Dakle, Tom setzt sich. Rekli smo das Sofa. U slučaju opet imamo akuzativ, znači odgovaramo na pitanje wohin, kuda. I isti srednji rod ostaje, znači auf das ili aufs Sofa. Tom setzt sich aufs Sofa, auf das Sofa. On sedi na kauču, bi bilo setzt auf dem Sofa. Znači to bi bio dativ, auf dem Sofa. Ali nama sada treba akuzativ, on seda, setzt sich auf das Sofa. Dakle, sie gehen ins Arbeitszimmer und Tom setzt sich, on seda, aufs Sofa. Dobro. A ovaj drugi, Mark, seda na stolicu. Znači, Mark setzt sich. Možemo reći in, ako je neka fotelja, in ili auf. Idemo da sada opet sa auf, znači auf. Međutim, sada stolica je der, muškog je roda, der Stuhl. Tako da je u akuzativu sitzt auf dem Stuhl. Ovaj sedi auf das Sofa, srednji rod akuzativ, a muški rod auf den Stuhl. Sitzt sich auf den Stuhl. Ili kažem in den Stuhl. Len Stuhl. Len Stuhl, zum Beispiel, ono stolica gdje možemo da se on seda u, in den, lenen je nasloniti se. Len Stuhl, u naslonjaču. Len Stuhl. Ok, e sada, na malom stolu stoji flaša vina. Znači, na, tiš je detiš, muškog je roda, i treba da dativ ovdje, gdje stoji. Govorimo na pitanje gdje nešto stoji.
to je dativ. Dativ znači auf einem kleinen Tisch steht eine Flasche Wein. Je tako. Dakle, auf einem kleinen Tisch steht eine Flasche Wein, zum Beispiel Rotwein, crvenog vina. Dakle, obratite pažnju na ovo auf i sada sa dativom, znači gde stoji. Auf einem Tisch, na jednom stolu. Dativ einem, muškog roda i pridev mora da ima uvek u dativu n. Znači, auf einem kleinen Tisch steht eine Flasche Wein. Pored te vinske flaše su dve čaše. Pored, neben, flaše. Znači, flaše je ženskog roda. Die flaše, u dativu, der. Neben, der. Neben, der. Možemo je nazvati Weinflasche. Su dve čaše. Sind, zwei, glas. Gläser. Sind zwei Gläser. Dakle, neben der Weinflasche sind zwei Gläser. Ich sag uns was wir rekli. Dakle, rekli smo. Sie gehen ins Arbeitszimmer. Tom setzt sich auf das Sofa. Mark setzt sich auf den Stuhl oder in den Lehnstuhl. Auf einem kleinen Tisch steht eine Flasche Wein. Neben der Weinflasche sind zwei Gläser. Eto. Već smo uveli i napravili uvod u priču. Sad nastavljamo dalje o čemu oni pričaju. Mark uzima svoju čašu u ruku i počinje da priča. Mark uzima svoju čašu u ruku i počinje da priča. Ajde, prođemo tako. Spremni za ovo. Mark uzima, nehmen, ich nehme, du nimmst, er nimmt, Mark nimmt, svoju čašu. Kako da kažem svoju? Pa nema tog svoj, ta reč ne postoji, znači postoji samo moj, tvoj, njegov, njen, naš, vaš, njihov, to je kod nas svoj. Sad ovde svoj se zapravo misli, svoju čašu misli se na njegovu čašu. Glas je das glas, a njegov je sein. Dakle, er nimmt sein glas. Gde uzima? Uzima u ruku. In die hand. Und, znači, er nimmt sein glas in die hand i počinje da priča. Und, er beginnt zu reden. Mark nimmt sein glas in die hand und beginnt zu reden. Znači, uzima čašu u ruku. Ovde u ovom slučaju imamo akuzativ. Čaša je u ruci. Das glas ist in der hand. Znači, to bismo imali glasnije. Dativ u ruci. In der hand. U ruku uzima je akuzativ in die hand. Er nimmt sein glas in die hand und er beginnt zu reden. Počinje da priča, er beginnt zu reden. Vi živite u predgrađu. Ali vaša prodavnica, vaš posao i vaša kancelarija su u gradu. Su u gradu. Vi svaki dan vozite u grad da biste vodili posao, prodavnicu. Recite mi da li volite da živite u predgrađu. Da li rado živite u predgrađu? Da li volite da živite u predgrađu? Ok.
Dakle, vi živite u predgrađu, zarez, ali vaša prodavnica i vaša kancelarija su u gradu. Vi, persira, dakle, zi, vi živite, zi, wohnen, predgrađe, predgrad, dakle, pre, foa, štat je grad, znači, di, foa, štat ili di, foa, ort, di, foa, štat ćemo uzeti, di, foa, štat je predgrađe, vi živite u predgrađu. Dakle, dativ nam treba od di, di Vorstadt. Vi živite in der Vorstadt. Sie wohnen in der Vorstadt. Aber, vaša prodavnica i vaša kancelarija. Znači, das Geschäft, das Büro. Jedno i drugo su srednjeg roda. Vaša veliko V bi kod nas bilo, a kod njih bi bilo veliko I. Znači, ihr Geschäft und ihr Büro sind u gradu. Znači isto kao i ovde. Ovde je in der Vorstadt, a ovde ćemo imati in der Stadt. Znači dativ ženskog roda. Sie wohnen in der Vorstadt, aber ihr Geschäft, veliko G, und ihr Büro sind in der Stadt. Ok. Svaki dan vozite u grad da biste vozili, da biste vodili tu vašu prodavnicu. Znači, jedan tag vozite vi. Fahren Sie kuda? U grad. Dakle, akuzativ. Wohin? Akuzativ ženskog roda. In die Stadt. Znači, die Stadt ostaje die Stadt u akuzativu. Jedan tag fahren Sie in die Stadt, zarez, da da bih, da bi, da bismo. Tu možemo koristiti onu konstrukciju zu. Plus infinitiv. Znači da biste, sada možemo vaš posao ili vašu prodavnicu vodili. Znači sein Geschäft zu voditi, führen. Znači ich führe mein Geschäft, imam svoj posao, svoju možda je prodavnica, možda neki drugi biznis. Znači, jedan tag. Fahren Sie in die Stadt. Warum? Zašto? Odgovaramo sa zu. Sein Geschäft zu führen. Dakle, Sie wohnen in der Vorstadt, aber Ihr Geschäft und Ihr Büro sind in der Stadt. Jeden Tag fahren Sie in die Stadt, das Geschäft oder sein Geschäft zu führen. Recite mi, hoćemo reći recite mi. Sagen Sie mir, ili možemo reći sagen Sie mal, sagen Sie doch mal, sagen Sie doch mal. To mal možemo da ubacimo kad je imperativ u pitanju da malo ublažimo taj zapovedni način. Sagen Sie doch mal, wohnen Sie gern in der Vorstadt. Stadt. Sagen Sie doch mal, wohnen Sie gern in der Vorstadt? Živite li rado u predgrađu? Dobro. Dakle, šta smo imali? Pročitamo samo. Sie wohnen in der Vorstadt, aber Ihr Geschäft und Ihr Büro sind in der Stadt. Jeden Tag fahren Sie in die Stadt, sein Geschäft zu führen. Sagen Sie doch mal, wohnen Sie gern in der Vorstadt? Dobro. Nemo šta će Tom da kažem. Ja volim da živim u predgrađu, ali volim i grad. U gradu su muzeji, univerziteti, i mnoge druge stvari, pozorišta, tako da. Znači, i ja volim da živim u gradu, možemo isto sa gern. Ich wohne gern u predgrađu, in der Vorstadt. Stadt. Aber volim i, znači možemo onim sa onim gern haben, aber
Ich habe die Stadt auch gern. Ich wohne gern in der Vorstadt, aber ich habe die Stadt auch gern. Natürlich, gern haben wollte. Ich habe die Stadt auch gern. O grado sul. In der Stadt sind Museen, Universitäten. Ist ja auch so, Restaurants, Kinos, Theater, Bibliotheken und so weiter. Okay. Ali tamo takođe ima i saobraćaja, buke i ljudi koji na ulicama trče tamo vamo. Idu tamo vamo. In der Stadt sind Museen, Universitäten, Theater, Restaurants, Bibliotheken und so weiter. Ali tamo takođe ima i saobraćaja. Aber es gibt auch Verkehr, Lärm, die Leute, die na ulicama, auf den Straßen hin und her laufen. Da vidimo šta snimamo. Aber es gibt auch, ima takođe, es gibt, ima nalazi se. Verkehr, saobraćaj, Lärm, buka, die Leute, zares, die auf den Straßen, dativ množina. Gde? Auf den Straßen hin und her laufen. Aber es gibt auch Verkehr, Lärm und die Leute, die auf den Straßen hin und her laufen. Znači ima jednog i drugog. Vorteile und Nachteile. Okay. Zbog toga radije živim u gradu. U predgrađu. Zbog toga radije živim u predgrađu. Ovde je život miran i udoban, prijatan. Moja žena ponekad ide u grad da poseti prijatelje. Zbog toga radije živim u predgrađu. Zbog toga deswegen wohne ich lieber, što smo rekli u predgrađu, in der Vorstadt. Deswegen wohne ich lieber in der Vorstadt. Ovde je život miran i udoban. Hier ist das Leben ruhig und možemo koristiti pridev gemütlich. Cozy, prijatan, udoban. Deswegen wohne ich lieber in der Vorstadt. Hier ist das Leben ruhig und gemütlich. Meine Frau fährt manchmal Kuda, Pravac, Akkusativ, in die Stadt, da poseti prijatelje, um Freunde zu besuchen oder ins Konzert zu gehen. Ili wieder na Konzert, in ein Konzert zu gehen. Dobro, meine Frau fährt manchmal in die Stadt, um Freunde zu besuchen. Škole su bolje
nego u gradu. Deca vole svoje nastavnike. Škole su bolje nego u gradu, deca vole svoje nastavnike. Dakle, die Schulen sind besser, bolje nego u gradu, als in der Stadt. Die Schulen sind besser als in der Stadt. Die Kinder lieben koga? Ihre Lehrer und Lehrerinnen. Die Kinder lieben ihre Lehrer. Die Schulen sind besser als in der Stadt und die Kinder lieben ihre Lehrer. Život u predgrađu izgleda lepo. Izgleda da je lep. Izgleda da je lep. U pravu ste. Znači, život u ovdje izgleda da je lep. Znači, koristit ćemo glagol scheinen. Znači, das Leben in der Vorstadt scheint schön zu sein. Uvek imate iza ovoga scheinen zu plus sein. Znači, das Leben in der Vorstadt scheint schön zu sein. Ja, upravo ste. Sie haben recht. Das Leben in der Vorstadt scheint schön zu sein. Ja, Sie haben recht. U pravu ste. Moram da vas pohvalim. Napredujete u nemačkom. To je ljubazno od vas što ste rekli. Znači, kako ćemo reći, moram da vas pohvalim. Ich muss sie loben, pohvaliti. Sie machen fortschritte. Znači, fortschritte machen, napredovati. Sie machen ja große fortschritte im Deutschen. To je veoma lepo što kažete. Es ist sehr nett von Ihnen, das zu sagen. Zum Beispiel. Veoma ljubazno od vas što to kažete. Es ist sehr nett von Ihnen, das zu sagen. Ich muss Sie loben. Sie machen Fortschritte in Deutsch oder im Deutschen. Okay. Pročitam još jednom samo naš tekstić koji smo zajedno napravili. Sie gehen ins Arbeitszimmer. Tom setzt sich auf das Sofa. Mark setzt sich auf den Stuhl. Auf einem kleinen Tisch steht eine Flasche Wein. Neben der Weinflasche sind zwei Gläser. Mark nimmt sein Glas in die Hand und beginnt zu reden. Sie wohnen in der Vorstadt, aber ihr Geschäft und ihr Büro sind in der Stadt. Jeden Tag fahren sie in die Stadt, um sein Geschäft zu führen. Sagen Sie doch mal, wohnen Sie gern in der Vorstadt? Ich wohne gern in der Vorstadt, aber ich habe die Stadt auch gern. In der Stadt sind Museen und Universitäten. Aber es gibt auch Verkehr, Lärm und die Leute, die auf den Straßen hin und her laufen. Deswegen wohne ich lieber in der Vorstadt. Hier ist das Leben ruhig und gemütlich. Meine Frau fährt manchmal in die Stadt, um Freunde zu besuchen. Die Schulen sind besser als in der Stadt. Die Kinder lieben ihre Lehrer.
Das Leben in der Vorstadt scheint schön zu sein. Sie haben recht. Ich muss Sie loben. Sie machen Fortschritte im Deutschen. Es ist sehr nett von Ihnen, das zu sagen. Dobro, nadam se da ja mogu vas da pohvalim i da ovo sve znate sami da prevedete. Naravno, odvojite još nekoliko puta. Ispišite ove rečenice prvo na našem jeziku, pa probajte opet da ih prevedete i vidimo se u narednoj lekciji. Ćus!